ja fast 6 Monate Krieg in der Ukraine. Und wir wollen anfangen mit ganz aktuellen Bildern, die uns heute Morgen erreicht haben, nämlich von letzter Nacht. Wir sehen hier mitten in der Nacht große Explosionen hier am Horizont und danach ein Feuer, was hier tobt. Das ist erstmal sehr dunkel, deshalb versuche ich das Ganze zu erklären. Was wir gerade gesehen haben, ist die brennende Dnieper-Brücke. Eine Brücke, die die Ukraine in den letzten, der Dnieper, der hier durch das Land geht und der eben auch das russisch besetzte Gebiet in der Mitte teilt, hier unten in der Region Cherson. Dort versucht die Ukraine nämlich eine Gegenoffensive zu starten und hat diese Brücken heute Nacht hier bei Cherson und bei Nowakachowka nochmals bombardiert. Die Hoffnung ist, dass man dort den russischen Abzug, den russischen Nachschub nördlich des Dnieper abschneiden kann, um eben eine Gegenoffensive zu fahren, um nördlich dieses Flusses zumindest die Gebiete zurückzuerobern. Dazu, wie gesagt, heute Nacht neue Angriffe der Ukraine mit eben mit diesen HIMARS-Systemen, mit diesen amerikanischen 70 Kilometer Reichweite schweren Raketensystemen. Das sind die eine Sache, die wir uns angucken müssen. Wir müssen aber auch auf den Osten gucken. Und im Osten des Landes gehen die schweren Kämpfe weiter. Und dort haben wir es auch in den letzten Tagen immer wieder gesagt, nutzt Russland wirklich alles, was das Sowjetarsenal hergibt. Unter anderem auch diese Aufnahmen haben wir hier gesehen. Hier erstmal ein Drohnenstart. Auch die Russen nutzen mittlerweile ganz kleine Drohnen, Quadrocopter, um ihre Artillerie zu überprüfen. Und hier sehen wir eine ukrainische Brücke. Unter dieser Brücke sind Soldaten. Das heißt, das ist eine Position der Ukraine, die hier gehalten wird, um die Front zu halten. Und weil diese Brücke sich sozusagen nicht bewegen kann und die Soldaten sich auch nicht bewegen können, ist es für die Russen relativ einfach, die anzugreifen. Und genau das tun wir auch, tun sie auch. Wir sehen das hier mit diesem Geschütz. Und das hier, und das ist das Besondere, ist ein 1955 gebautes Panzerabwehrgeschütz, was eigentlich genommen wird, um Panzer abzuwehren. MT-12 Rapira heißt das. Aber weil die Russen eben genau wissen, wo die Ukrainer sind, die Ukrainer können sich nicht wegbewegen, kann man dieses Geschütz auch nutzen, um eben feindliche und in dem Fall ukrainische, wir sehen es jetzt hier, Positionen anzugreifen. Wir sehen also hier die Einschläge direkt unter der Brücke, weil die Ukrainer kommen einfach nicht weg und weil die Ukrainer nicht die Möglichkeit kriegen, diese russischen Geschütze und die russischen Positionen nur 2 bis 3 Kilometer vor ihnen anzugreifen, können die Russen das weiterhin so machen. Das also von der russischen Seite, die Waffen, die genutzt werden. Die Ukrainer setzen stattdessen, wir haben es immer wieder gesagt, auf Hightech, auf neue Waffen. Und ganz neu sind diese Aufnahmen hier von der L-119, die jetzt aus Großbritannien eingetroffen ist. Eine relativ leichte Artillerie, die aber auch schnell auf- und abgebaut werden kann. 36 Stück davon lieferte Großbritannien. Und das sind die ersten Aufnahmen. Wir sehen es hier, wie die im Einsatz sind. Wir sehen also hier 2 dieser Geschütze, die hier aufgebaut sind und hier abgefeuert werden. Und die Ukrainer bedienen die schießen damit. Wie gesagt, 36 Stück sollen sie bekommen haben. Und danach, und das ist ganz spannend, werden die jetzt mit dem berühmten Stroh, das Stroh, was wir auch aus der ukrainischen Flagge, das Gelb unter dem Blau sehen, werden die mit dem Stroh zugedeckt, in der Hoffnung, dass hier russische Drohnen sie nicht von oben sehen können. So also jetzt die L-119 zum ersten Mal im Einsatz. Aber die Ukrainer haben nur sehr wenig davon. Ich habe gesagt, 36, deshalb bauen die Ukrainer weiterhin sowas hier. Das ist Do-It-Yourself. Das sind wirklich selbstgemachte Raketen, Abschussrampen auf ganz normalen Jeeps. Wir sehen es hier. Und darauf werden gebaut S-8-Raketenwerfer. S-8-Raketenwerfer, die von abgeschossenen oder ja, beschlagnahmten russischen Hubschraubern und auch eigenen Hubschraubern, die nicht mehr fliegen, abgebaut wurden. Wir sehen es hier. Und diese S-8-Werfer werden dann genommen, ja, um eigentlich... Eigentlich sind sie dafür gebaut, von der Luft auf den Boden zu schießen, aber hier werden sie genommen, um vom Boden auf den Boden zu schießen, weil die Ukrainer eben nichts anderes haben. Die brauchen weiterhin diese Raketen, die brauchen weiterhin irgendetwas, mit dem sie schießen können und so nehmen sie eben genau das hier. Zum Schluss wollen wir uns angucken nochmal die ja, befreiten Gebiete. Das hier, ganz neue Aufnahmen aus der Stadt Severodonetsk und ich möchte es hier einfach nochmal kurz festhalten. Wir sehen hier nochmal diese Kreuze, ja? Also überall am Straßenrand, an Kreuzungen sind die Kreuze von den getöteten Menschen hier. Severodonetsk, 100.000 Einwohner bis vor etwa einem Monat, dann befreit von der russischen Armee. Und wir sehen hier wirklich ein Trauerspiel. So sehen die Gebiete aus. Da haben wir gerade eine Frau gesehen, die an einer Pfütze versucht, sich Wasser zu holen. Das sind die Gebiete, die Russland kontrolliert. Das ist es, was der Ukraine droht, wenn sie aufgibt, wenn sie sich dem russischen Aggressor hier sozusagen ja, ergibt. Das droht ihr, das droht den Städten. Insofern braucht die Ukraine weiterhin unsere Unterstützung, um sich weiter zu verteidigen.